Die Hitze der vergangenen Tage und der fehlende Regen sorgen dafür, dass die Waldböden in der Region ausgetrocknet sind. Damit steige auch das Risiko von Waldbränden. Aus gegebenem Anlass warnt deshalb der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Haug, mit offenen Feuern, Glutresten und Zigarettenkippen vorsichtig umzugehen. Denn unbeaufsichtigtes Feuer oder eine unvorsichtig weggeworfene Zigarette kann schnell verheerende Folgen für Mensch und Natur haben. Die Warnung gelte sowohl für die Wälder auf der Schwäbischen Alb als auch für den Schönbuch. Auch in den kommenden Tagen erwarten die Meteorologen keine Wetteränderung.